Ja, in gewohnter dunkler Umgebung. Warum kriege ich nicht so viele Videos momentan hin? Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Die Maßnahme geht noch 2 Wochen circa, also diese Woche und nächste Woche. Und dann kann es weitergehen. Und momentan baue ich halt auf meine Selbstständigkeit auf, weil ich keinen Bock habe, vom Amt abhängig zu sein oder von Geld anderer. In erster Linie aber auch wegen der ganzen Bürokratie. Ich habe keine Lust, alles jedem kleinen Scheiß nachzuweisen und irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel nächsten Monat auch ein Projekt auf Honorarbasis für ungefähr 300 Euro, 53 Euro. Das ist allerdings an Weihnachten, an allen 3 Weihnachtstagen, wo ich dann vegan koche für eine 30-Mann-Truppe. Da wird sich noch herausstellen, ob das funktionieren wird. What I eat in a day. Gestern waren es 10 Kakis, sonst nichts. Heute waren es 10 Kakis, sonst nichts. Und beide Male habe ich gemerkt, dass mir die eigentlich überhaupt nichts gebracht haben. Ich habe vor 2 Tagen habe ich auch nichts gegessen, außer erhitztes Gemüse, das habe ich zusammengemixt und mit Flohsamenschalen und gebraten. Dann waren das so ja, Gemüse Tortillas, sage ich mal, habe ich 2 Stück von gegessen. Und das hat mich so, also ohne Salz, das hat mich so krass stimuliert, dass der Hunger sofort verflogen war und bis in den nächsten Tag ich eigentlich überhaupt keinen Hunger hatte. Die 10 Kakis einfach nur testweise gegessen habe. Ja, ich habe dann einfach gemerkt, also der Test war, ob ich davon satter werde, wenn ich jetzt mehr von esse, weil ich beim ersten bisschen schon gemerkt habe, ich brauche das eigentlich nicht. Und ja, bei der 10. Kaki habe ich mich genauso gefühlt wie davor. Und ich war danach aber auch nicht platt, wie einige das sonst vom Essen kennen. Also ich habe überhaupt nichts gemerkt quasi davon. Ja. Das waren die letzten 3 Tage mit dem Essen. Ja, das finde ich halt einen interessanten Aspekt der Stimulation, der einen dann so freudig stimmt insgesamt, dass ja man auf dieser Welle, also ich war dann in so hohen Schwingungen wieder reinkatapultiert, dass ich da auch drin geblieben bin, weil ich habe auch irgendwann gemerkt, wie mir die Stimulation einfach wieder fehlt. Und die durch Zucker einfach nicht reicht, die Stimulation. Dass ich halt noch nicht so weit bin, so sehr selbstverantwortlich zu sein, dass ich halt ohne externe Stimulation auskomme. Also es geht immer besser aber ich mach's halt in meiner Geschwindigkeit. Und ja, die meisten, die kommen halt nicht mal einen Tag oder nicht mal einen Morgen ohne krasse Stimulation auf. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, alle 3 Tage, also 2 die Woche oder sowas, dieses gedünstete Gemüse in welcher Form auch immer, oder halt erhitztes Gemüse allgemein, zu mir nehmen, kann ich mir das vorstellen, aber ich kann nie was Feststehendes sagen, es ist immer eine Entwicklung bei mir. Ich habe danach auch sofort 2 riesig erfolgreiche Sporteinheiten gemacht an dem Tag, wo ich nur das Gemüse gegessen hatte, weil ich so viel Energie hatte. Also einmal dadurch, dass der Blutkreislauf jetzt ziemlich rein war, dass der Darm nicht so viel zu tun hatte und durch diese krasse Stimulation besonders. Ja. Also es ist wirklich, kann wirklich ein Problem sein, wenn man zu schnell den Weg geht. Oder Rohkost allgemein, dass die Stimulation, die man sonst kennt, einfach ausbleibt. Also in dieser krassen Stärke. Das ist vielleicht dann ein Zehntel dieser Stimulation. Das ist realistisch noch. Das ist wirklich so ein Zehntel ungefähr. Und ja, das kann halt dazu führen, dass man halt inaktiv bleibt. Weil man einfach noch nicht so weit ist vom Bewusstsein. Also fast keiner ist so weit, dass man halt ohne Stimulation sich selber so weit stimulieren kann, dass man halt immer genug Energie hat insgesamt. Also genug mentalen Drive, sage ich mal. Man kann das durch Sport halt ganz gut machen. Das ist nur ein Beispiel. Ja, und das ist für mich auch ein Grund, warum einige, die gar nichts mehr essen und auch nichts trinken, nicht optimal insgesamt aussehen, weil die ja von ständig mit den Umweltgiften auch zu kämpfen haben und mit den Restgiften im Körper und einfach nicht ja einfach nicht die Eigenschwingung einfach nicht hoch genug ist, um das alles zu überwinden, weil die den Weg eventuell zu schnell gegangen sind. Und, deswegen, da
lasse ich das einfach fließen und gehe auch mal Schritte zurück, was ich mache, wenn es notwendig erscheint und ich habe keine Angst mehr vor irgendwas. Ich mache es einfach so, wie meine Führung, sage ich mal, es mir nahelegt. Ja, also das kann ein Problem sein, der Rohkost, wie gesagt, also dürfte eigentlich bei allen sein, weil jedes erhitzte, in Anführungszeichen, Nahrungsmittel ist halt eine Droge für sich und auf alle gleichzeitig verzichten ist ja halt schon auf Dauer ziemlich schwer. Das kann dann sein wie ein Bogen, den man zu weit spannt und das dann irgendwann zurückflutscht. Das kann wirklich passieren. Gut, ja. Bald, also ich denke mal, dass ich bald halt komplett eigenständig leben kann, weil ich brauche nicht wirklich viel Geld, da reichen ungefähr 400 € im Monat und bald reichen mir auch 250 oder vielleicht noch weniger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 200 muss ich halt noch an Miete zahlen, Pauschale. Und 200 ist halt Rest, weil ich halt, wenn dann nur Bio-Früchte kaufe und Bio-Gemüse ab und zu. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Papaya gegessen, konventionelle, aber so eine große aus Brasilien, Papaya Formosa. Ich konnte in der Nacht, also ich bin in der Nacht öfters aufgewacht, hatte Schüttelfrost die ganze Zeit, meine Extremitäten, also meine Arme sind komplett eingeschlafen gewesen. Am nächsten Morgen hatte ich auch extreme Augenringe, extremen Hunger. Also konventionelle Früchte vergiften mich dann heftig, weil einfach dieser Gift-Fettspeicher nicht mehr vorhanden ist. Ja. Aber ich kann den Früchtekonsum halt, also der ist halt momentan relativ niedrig, weil ich halt merke, dass ich das nicht brauche. Aber wenn ich halt Bock habe, dann esse ich auch so viel, wie ich Bock habe. Wie gesagt, halt 10 Kakis. Das waren auch große. Also die sind fast doppelt so groß wie normale Kakis. Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass mir eigentlich nichts gebracht hat. Und die sogar teilweise also leichtes Gift haben. Also zur Not kann ich die auf jeden Fall essen. Aber es ist nichts, was ich jetzt regelmäßig konsumieren würde. Zumindest die aus dem türkischen Laden hier, die waren so, die aus dem Penny zum Beispiel, die waren eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten sind es einfach Äpfel, Orangen, manchmal Birnen, Kiwis, die kann ich konventionell sehr gut vertragen, die sind glaube ich nicht belastet. Was haben wir noch? Grapefruit bald, hat der Biomarkt im Angebot ab Mittwoch. Ja, und ansonsten Salat mit Tomate und Apfel zum Beispiel oder Salat mit Tomate und Dattel ein bisschen. Wobei ich dann auch die letzten Male gemerkt hat, dass mir das eigentlich überhaupt nichts gebracht hat. Das war also, wenn man Nahrung als Regulationsmittel sieht, einmal die Früchte, um Gifte besser rauszukriegen, um sich zu stimulieren, also Energie wieder zu haben, so bringen mir die Früchte überhaupt keine Energie mehr, weil die Energie auch nicht wirklich von da kommt. Höchstens Stimulation. Und die Salate als Regulationsmittel, um die Vergiftung oder Entgiftung ein bisschen runter zu regulieren, ein bisschen auszubremsen. Runterzukommen allgemein, Nerven zu beruhigen. Auch die Fette sind dafür gut. Das hat bei mir auch keine Wirkung mehr gehabt. Weil die Eigenschwemmung eigentlich so hoch ist, dass ja, ich das durch den eigenen Geist halt regeln kann. Nur mit der Stimulation, da bin ich noch nicht so weit. Da müsste ich geistig mich noch weiterentwickeln oder halt zum Beispiel jeden Tag ziemlich intensiven Sport machen. Und auf Dauer habe ich da aber eigentlich keine Lust drauf. Außer wenn ich halt so sehr Freude daran habe, dass ich automatisch jeden Tag so viel Sport mache. Das kann auch sein, weil ich jetzt auch momentan mit Sport angefangen habe. Und es mir extrem gut tut, aber es auch sehr sinnvoll war, mal jetzt ungefähr 8 Monate lang null Sport zu machen. Also überhaupt nicht. Also es war auch eine sehr, sehr hilfreiche Erfahrung. Besonders die Erfahrung, dass ich da eigentlich nicht mehr auf verzichten mag. Außer wenn man halt noch viel stärker entgiftet ist, dann braucht man es immer weniger, aber ich lasse mich nicht mehr darauf ein. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache es dann trotzdem. Weil daher auch ziemlich viel Energie kommt. Ja. Zukunftsmäßig weiterhin habe ich einige Angebote gekriegt, also zwei Angebote
von Leuten, die sich selbst versorgen, wo ich ja, die ich mal besuchen könnte und ja, eigentlich auch dauerhaft da leben könnte. Ein weiteres Projekt wird von Monika und Bekannten, 30 Leute insgesamt, nahe Tübingen gemacht für ein alternatives Wohnprojekt. Da habe ich auch auf jeden Fall total Lust drauf, ja, da mitzumachen. Ansonsten ist mein weiteres Vorhaben einfach, also ich würde sofort eigentlich auch noch ins Ausland oder bei Selbstversorgung mitmachen, aber ich will eigentlich hier in Deutschland Menschen helfen. Deswegen bleibe ich erstmal hier und versuche dann dadurch, dass ich den Menschen helfe, ja, durch Spenden von diesen Menschen dann einfach hier existieren zu können. Obwohl ich auch schon geldfrei leben könnte im Prinzip. Ja, und guck dann, dass ich zum Beispiel vegane Kochkurse mache, vegane Coachings, auch Coaching, Rohkost-Coachings, real und Internet, da habe ich auch in Realität jetzt schon einige Coachings diesen Monat gemacht. Sowas wie PC-Reparatur mache ich auch noch ein bisschen. Ja, da arbeite ich jetzt auch mit einem Seminarhaus zusammen, wo ich dann auch Seminare geben kann, auch Coachings geben kann, Treffen machen kann, Kochkurse machen kann. Das ist halt auch ein Haus für alternative Projekte, um alternative Projekte zu unterstützen. Also ziemlich cool, muss ich sagen, was sich jetzt alles so ergeben hat. Die ganzen Bewerbungen, die ich über das Jobcenter gemacht habe, die sind alle ins Nichts verlaufen, habe ich entweder Absagen oder keine Rückmeldung gekriegt. Also von etlichen Biomärkten und einem veganen Restaurant, ein anderes bio-vegetarisches Restaurant, die ganzen DM-Läden, einfach nur zu Warenprogramm und sowas. Ja, und das ist ein deutliches Zeichen, dass ich einfach meinen eigenen Weg weitergehe. Und da ich auch nicht viel Kohle brauche, werde ich das auch dann nicht schaffen. Ja, und zur Not habe ich halt, wie gesagt, auch kein Problem, erstmal dann ganz wenig zu konsumieren, aber ich habe ja auch Spenden jetzt bekommen, damit ich halt ein paar Fische habe, sag ich mal, und extrem glücklich bin, also, ich tue mich da schwierig, wirkliche Worte zu finden, weil das sind so hohe Gefühle. Ich finde da einfach keine wirklichen Worte, die das annähernd beschreiben können. Aber es hat mir, also man hat einfach zum einen so den krassen Glauben wieder in die Menschheit und es macht einfach so viel Spaß, in die Zukunft zu gucken durch solche Ereignisse und ich habe so total Lust, mit solchen Menschen einfach zusammen zu wohnen und zu leben, was Gemeinsames aufzubauen, Projekte zu machen, ja, und einfach glücklich zu sein und so weiter. Also das sind die Zukunftspläne und das wird zu 100% mindestens eintreffen, weil es keine Alternativen gibt. Ich mache keine Kompromisse mehr. Ja. Das, also sieht momentan aus und ich habe halt, wie gesagt, die Vollzeitmaßnahmen und baue das alles gerade auf. Und deswegen ist das alles sehr, sehr zeitintensiv und mich ziehen die Menschen in der Maßnahme immer noch runter, sage ich mal. Das ist auch noch anstrengend, sich davon zu erholen. Jedes Mal, ja, deswegen ist das alles ein bisschen langsam, aber wenn es startet, dann geht es halt richtig los. Ich wollte trotzdem mal zwischendurch ein Video rausgeben. Alles klar, bis zum nächsten Mal.